Ja, servus beieinander. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Das heutige Thema, was ich mitgebracht habe, ist That's Life. Das sieht man auch recht gut hier. Das ist ein und dieselbe Leinwand. Und dieses Bild hat mir echt gefuchst. Das hat einfach nicht passt. Und da habe ich mir gedacht, im Endeffekt ist es ja auch so mit dem Leben, ja. An manchen Tagen oder in bestimmten Zeiten, da läuft, da fließt alles. Und dann gibt es natürlich Zeiten, wo es nicht fließt, wo es holprig ist, das Leben. Und so ist es auch mit Malen, ne? Und das ist so heute das heutige Thema. Auch so ein paar Ideen, was uns eher in den Fluss bringt und was eher hinderlich ist. Aber bevor wir loslegen oder bevor ich ins Thema einsteige, natürlich wieder Material und mit was ich hier arbeite. Es ist jetzt eine 3D-Leinwand in, also 40x40. Acryl kommt zum Einsatz, Aquarell und natürlich meine geliebten Postkartstifte, ach und alles Mögliche. Drunter und drüber geht's wieder. Und diese Leinwand, diese 3D-Leinwand ist nicht meins. Also das habe ich relativ schnell bemerkt. Ich wollte da wirklich ein schönes Bildchen machen und es hat einfach nicht passt. Es ist nicht mein Medium, ne? Also nicht meine Leinwandgröße. Ich mag es lieber größer und auch dieses 3D ist nicht so, damit komme ich nicht klar. Aber gut, deswegen habe ich mich trotzdem durchbissen, ne? Auf gut Deutsch. Ja, so das Thema That's Life, es hat mich jetzt doch ein bisschen beschäftigt und was natürlich häufig so ein bisschen hinderlich ist oder wenn ich merke, es ist holprig, ich bin nicht im Fluss und nicht Hü und nicht Hot, nicht Fisch und Fleisch. Oftmals, wenn ich dann ein bisschen reflektiere, ein bisschen reinhorche, bemerke ich, oh, ich habe eigentlich Aufgaben, die ich so vor mir herschiebe. Ja, das ist so ein Punkt, der für mich persönlich hinderlich ist und natürlich auch für viele andere Menschen. Wenn ich Dinge, unangenehme Aufgaben, ein bisschen so vor mir herschiebe, wo ich denke, oh, eigentlich jetzt das wabert so im Hintergrund. Ne? Man weiß es nicht wirklich, aber wenn man genau hinguckt, ja, wenn man wirklich so eine Kurzinventur mal macht, dann checkt man es sehr wohl. Ne? Ob man sie wieder druckt vor bestimmten Aufgaben, ne? Passiert man natürlich genauso. Ne? Dann das Nächste, was natürlich auch ich merke als hochsensible Persönlichkeit, oh, Entschuldigung für die mich noch nicht kennen. Also ich bin Karin, ich bin hochsensibel und eine ehemals aktive Süchtige und ich lebe seit vielen, vielen Jahren trocken und clean. Und hier auf meinem Kanal geht es um heilsames, intuitives Malen für mehr Leichtigkeit. Ja, jetzt bin ich kurz aus dem Konzept gekommen. Ah, ich habe ja hier mein schlaues Zettelchen. Genau, nicht gut für mich zu. Wenn ich nicht gut für mich sorge. Jetzt habe ich gerade hier Musik im Hintergrund, das bringt mir jetzt auch gerade wieder durcheinander, ne? Eieiei. Ja, wenn ich mich ein Stück weit vernachlässige, ja, wenn ich mehr im Äußeren bin, wenn ich wieder versuche, immer zu funktionieren, ja, was heißt funktionieren, vielleicht nicht, aber wenn ich Familie oder wenn Anliegen aus der Familie, wenn ich die wieder höher stelle als meine. Das ist so nicht gut für mich so zu sorgen, für mich persönlich. Übrigens jetzt gerade sieht man hier oder sah man so Kritzeleien. Müssen sein. Ab und zu müssen die einfach sein. Ja, und das ist eben ein weiterer Punkt. Wenn ich nicht gut für mich sorge, dann komme ich natürlich auch ein Stück weit so in ja, dann stimmt die Waagschale nicht mehr, ne? Dann bin ich nicht bei mir. Ja, und
Das ist, passt vielleicht jetzt gerade ganz gut zu dem, was jetzt hier auf der Leinwand passiert. Nämlich da habe ich dann irgendwann tatsächlich mit Acryl, mit weißer Fassadenweiß und viel, viel Sand mir praktisch Struktur verschafft. Und das passiert ja dann auch, wenn ich spüre, aha, irgendwie sorge ich gerade nicht wirklich gut für mich, dann verschaffe ich mir Struktur, gehe in eine kurze Inventur, kleine Tagesinventur, überlege mir ein paar Dinge oder überlege mir ein paar Methoden, wie ich zum Beispiel über Meditation, meditatives Malen, dann wieder so meine inneren Stimmen oder meine Stimme wieder höre. Also für mich ist es ganz, ganz wichtig, auch als ehemals aktive Süchtige, ich muss mich hören. Ja? Ich muss meine inneren Stimmen oder meine Gefühlswelt muss ich spüren und ich muss mich erleben und hören, weil sonst passiert einfach das, was ja auch immer wieder passiert. Im Suchtbereich habe ich es ja oft genug erlebt, dass Menschen dann eben rückfällig werden. Und das möchte ich nicht. Ja, aber jetzt nochmal das Hauptthema, That's Life. Ja, hier arbeite ich, auch das gehört dazu, an mehreren Bildern. Das eine passt gerade nicht. Naja, gut, dann nimmt man heute anders zur Hand. Ja, ein weiterer Punkt zu dem Thema, wenn ich Phasen im Leben hatte, die nicht so gut liefen, ja. Und wenn ich dann so ein paar Monate oft so eine Rückschau halte, dann wird mir manchmal bewusst, dass gerade die negativen Dinge oder die Dinge, die nicht so gut liefen, total wichtig waren für mich im Leben. Ja, weil ich vieles lernen durfte, weil ich mich selber besser kennenlernen durfte, weil ich immer wieder auch was Neues an mir entdecke. Ne? So wie ich jetzt hier gerade, kann man gute Metapher, an etwas Neues in dem Bild entdecke, so entdecke ich natürlich, wenn ich Neues auf der Leinwand ausprobiere, so entdecke ich auch immer wieder neue Dinge in mir. Ja, und es ist unterschiedlich. Es ist kein Tag ist wie der andere, genauso wie kein Bild, das passt gerade so, gell? Kein Bild ist wie das nächste, das gibt's nicht, geht nicht. Na? Und gerade wenn ich so Rückschau halte, dann wird mir bewusst, aha, das war eigentlich was gut, dass das passiert ist. Auch häufig schmerzhafte Erlebnisse. Ja. Mich würde mal interessieren, wie du das Thema siehst, That's Life, welche Erlebnisse du damit verbindest, welche Erfahrungen du schon gemacht hast. Schreib es gerne in den Kommentar unten rein, weil da profitieren ja auch andere Teilnehmer oder andere Besucher profitieren ja davon, wenn ihr das einfach teilt. Na? Also da möchte ich einfach euch oder dich dazu aufmuntern, ja, schreib's einfach nein. Ja, dieses Bild 40x40 3D schaut heute wieder anders aus. Also ich werde es mal beim nächsten Video mal mit reinbringen, zeigen. Es ist häufig so, dass die Bilder so eine Eigendynamik entwickeln und also mittlerweile komme ich klar, also habe ich mich arrangiert mit 40x40 3D, wobei es trotzdem nicht mein Leinwand ist. Ja, sieht wieder anders aus, ne? Und heute wieder anders. Ja, ich wünsche dir jetzt erstmal alles, alles Liebe, viel Erfolg bei deiner persönlichen Umsetzung von intuitiv oder auch heilsames Malen. Und wenn du Lust hast, schreib gerne, hinterlass gerne einen Kommentar, wie es dir mit dem Thema That's Life ergeht. Also bis bald und tschüss.